Hallöchen Freunde, willkommen zurück zum Minecraft Ultimate Nether Adventure. Das Nether Adventure neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben noch ein Biom immer noch nicht gefunden, das versuchen wir heute zu erreichen. Und zwar immer noch den Wirrwald. Was macht denn der vom Haus? Hier ist auch die ganze Zeit schon so ein Enderman im Haus, fragt mich nicht, was der hier macht. Auf jeden Fall, ich platziere jetzt erstmal wieder. Was ist denn da los? Meine Nachbarin dreht wieder durch. Die ganzen Sachen platziere ich mal wieder hier hin. Wie zum Beispiel das. Oder das. Wo habe ich den Ofen her? Ich weiß es nicht. So, das kommt auf jeden Fall mal hier drauf. Ich wollte mir noch, genau, warte, ich muss jetzt verzaubern wieder. Das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ah, Moment, ich wollte noch. Habe ich hier noch einen Amboss? Ja, perfekt. Vielleicht erstmal ausziehen. Die Hose noch verbessern. Unser anderer Amboss ist ja kaputt gegangen. 10. Was macht denn der da? So, und ein Helm. Wollte den Helm wollte verzaubern. Seelenflitzer, Durchbohren, Federfall, Wasserläufer. Das, nee. Seelenflitzer, Atmung, Behutsamkeit, Plünderung, Eisläufer. Wir haben nichts für den Helm. Weißt du, was das bedeutet? Wir gehen einfach mal mit Lapisla. Das kann doch nicht wahr sein. Mach am besten noch die Tür auf, mein Freund. Ja, tot ist er. Lapis Lazuli, bitte. Und jetzt habe ich kein XP mehr. Lass es da drin. Hab ich noch irgendwo? Mit dem, was haben wir hier? Glück, oder? Sprungkraft, Regeneration. Jetzt läuft da hier noch so ein Skelett rum. Wahrscheinlich unten drunter, oder? Oh! Ich glaube, ich muss da unten dringend ausleuchten. Die stehen genau vor der Tür. Wenn der hier explodiert, ne, dann explodiert alles. Das ist ja wie ein Dynamitlager. Habe ich hier noch irgendwas Verzaubertes drin? Ich nehme das mal alles. Das brauche ich auch nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht, das nicht. Alles, was hier verzaubert ist, nehme ich mal mit und hoffe. Wo kann ich das entzaubern? Hier. Ach, ich kann das hier auch reparieren? So, nee, halt. Das. Ich krieg Erfahrung, ne? Bam. 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 Nein, halt. Jetzt habe ich wenigstens 5. Und das alles wird jetzt verbrannt. Weil jetzt braucht es gar keine mehr. Weg. 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 Nein. Weg. 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 Hose an. Jetzt habe ich 5. Nimm das Lapis Lazuli wieder. Da habe ich das mitgenommen. Nee. Habe ich überhaupt ein Feuerzeug dabei? Ja, habe ich auch. Sehr schön. So, das Lapis nimmst du mit. Und dann gehen wir da hinten hin. Ah, der hängt da fest. So. Was ist denn da los? Da ist wahrscheinlich wieder alles aus dem Ruder gelaufen, oder? Ja, natürlich. Das sind... Ach, wie viele Lamas sind denn da drin? Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, wenigstens. Die scheinen ja noch alle da zu sein. Nicht, da läuft eine Babykuh. Hallo, weißes Buch. So, das kommt erstmal jetzt. Ach, jetzt habe ich wieder ausgezogen. Nee, angezogen. So, das kommt da rein mit einem bisschen Lapis Lazuli. Und ich kann Atmung nehmen. Was ist Atmung? Unterwasseratmung oder was? Ich muss mal wieder nach den Schafen gucken. Habt ihr noch? Ihr müsstet noch Scheren da drin haben, oder? Ja. Das ist noch eine Kuh. Ach, das werden immer mehr. Das ist auch langsam voll.
Ich muss mich hier dringend mal wieder um die ganzen Farmen kümmern. So, nachdem wir aber jetzt hier so eine kleine Erkundungstour hier gemacht haben, gehen wir wieder zurück in unsere Nether. Und zwar da oben jetzt lang. Habe ich jetzt alles? Ich denke, Diamant nehme ich jetzt einfach mit. So, hier oben rein. Da hat alles begonnen. Nein. Aber vielleicht finden wir von hier das Biom irgendwie. Ich muss dann halt nur in der Richtung, wo wir noch nicht waren. Alter, was habe ich die ganze Zeit im Hals? Hallo. Weia. Was ist denn hier verkehrt gelaufen? So, ich laufe jetzt hier einfach mal rum und hoffe, dass ich das irgendwo finde. Du stirbst. Guck mal, da haben wir sogar einen nochmal. Das sind mehrere. Da ist noch die Nether-Festung. Ich muss irgendwie, glaube ich, da hinten hin. Wenn ich glaube, da ist das irgendwie. Nein, es tut mir leid. Er hat es nicht überlebt. Hat gerade angefangen zu leben. Das ist ja super, dass hier so eine kleine Treppe für mich ist. Na, ganz toll. Ich bin gleich tot! Jetzt geht's ja nicht weiter. Ne, halt, das ist Souls and Valley, oder? Ich gehe hier rein. Und ruhe mich erstmal ein bisschen aus. Genug ausgeruht. Ist das Souls and Valley? Ich glaube nicht. Seelenflitzer. Da haben wir eine Basalt-Delta. Okay, das fängt hier an. Das ist aber nicht die Basalt-Delta, die wir die ganze Zeit sehen, oder? Ich glaube nicht. Okay, das heißt, ich muss mindestens dadurch, um irgendwas Neues zu finden. Das bin ich in letzter Zeit so übelst überbelichtet. Jetzt sag mir nicht, das ist die Basalt-Delta, wo wir waren. Eigentlich würde ich immer sehr weit oben sein, aber nein, ich glaube, das ist es wirklich, wo wir waren, oder? Ey, wenn das das gleiche war, ne? Ich habe die Koordinaten nicht hiervon aufgeschrieben, aber das sieht relativ ähnlich aus. Das ist nicht wahr. Lassen Sie mich in Frieden. Lasst mich in Frieden. Mann, schwimmt der denn genau oben drüber? Das sieht genauso aus. Das ist eins zu eins das Gleiche. Ja, Fall noch. Oder? Nee, kann nicht sein. Das sieht mir aus nach einem normalen Nether-Biom. Aber mit neu generierten Erzen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier durch. Wie heißt denn das jetzt eigentlich im Deutschen? Nether-Ödland oder? Keine Ahnung. Da sehe ich ja viel. Ich sehe da gar nichts. Ich sehe absolut nichts. Da kann ich mich jetzt nicht mal rüberbauen. Wie blöd kann man sein? Kann doch nicht so schwer sein, so ein Biom zu finden.
Guten Tag. Guck mal, hier geht's doch auch noch lang. Hier waren wir noch gar nicht. Ich rase jetzt hier einfach durch, bis ich irgendwas Blaues sehe. Hier ist weit und breit nichts Blaues. Hier ist gar nichts. Hier ist das jetzt sogar schon zu Ende. Wie blöd kann man sein? So, hallo. Hier haben wir auch nichts. Da geht's lang. Da geht's auch lang. Das ist alles rot. Alles rot. Na, ganz toll. Ich komme über keinen Lavasee drüber. Außer mit Bauen. Ich brauche einen so einen Pilz. Einen blauen Pilz brauche ich. Nee, ich brauche wirklich noch das Biom. Habt ihr ein blaues Biom gesehen irgendwo? Nee, okay. Hier geht's auch nicht weiter. Wie riesig ist das denn? Willst du mich denn komplett jetzt verarschen? Das ist die... Gib mir so einen Pilz. Nein! Da ist er. Nimm ihn mit. Ich habe immer noch nichts mit Behutsamkeit. Jetzt ist das wirklich nur der eine Fleck. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt dieser eine Fleck nur ist. Muss ja, jetzt ist das doch noch ein Jump'n'Run oder was? Mach das weg, mach das weg. Guckt euch, was ist denn das jetzt? Das kann doch nicht sein. Ist hier hinter irgendwas? Lava. Ich fass es nicht mal ein, so ein Baum. Noch mehr davon suchen. Hier geht's nirgendwo lang. Lassen Sie mich in Frieden, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss komplett auf die andere Seite irgendwie. Jetzt gehe ich die ganz Dings schon wieder nach. Nee, von hier kam schon gerade, oder? Muss auf die andere Seite der Wand. Dafür musste ich erstmal diesen ganzen Weg entlang gehen. Ich fass es doch wohl nicht. Was ist denn das? So, grab einen Weg. Einen Weg. Einen Weg. Hallo. Jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Ich brauche zuerst so einen Baum und hier geht's nicht weiter. Da oben. Hallo. Was ist denn jetzt los? Am besten kommt jetzt wieder ein Gast, ne? Das fehlt jetzt noch. Da sehe ich was. Ich fasse es nicht. Wenn jetzt rauskommt, dass genau da hinten die Basaltdelta ist, dann dreh ich am Fließband. Aber sowas von. So muss das da, hier will ich hin. Das ist doch nicht so ein bisschen. Der verfolgt mich immer noch. Hier sind ja jetzt diese ganzen Endermänner, ganz toll. So, hier sind diese. Da. Ach, oh, das ist ein Segen. So, das nimmst du mit. Das nimmst du mit. Das nimmst du mit. Das nimmst du auch. Das erst recht. So, jetzt baust du so ein paar Bäume ab. Und dann war's das. Oder halbwegs. Da sind die. Die nehme ich mit. Kann man sich die auch mitnehmen?
Zu sich nach Hause? Ich weiß es nicht. Ey, schon wieder dieser Turnschuss-Sound. Ich finde, von allen Minecraft-Mobs, die es bisher wirklich ins Spiel geschafft haben, sind die Strider die, die am meisten animiert sind. Oder am besten. Das sieht aus wie eine Palme. So, schön genug Holz mitnehmen. Und hier baue ich mir jetzt ein Portal. Ich habe dich nicht angeguckt, mein Freund. Das ist der Falsche. Jetzt kommt er auch noch. Das brauche ich, Dankeschön. Das brauche ich wirklich. Niemanden angucken. So, hier helfen die mir wenigstens. Da haben wir so einen riesen fetten Baum wieder. Guckt euch das mal an. Es ist fantastisch. Diese Ranken nehme ich auch mal noch mit. Diese Ranken nehme ich auch noch mal mit. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch diesen roten, dieses rote Gras hier. Ich kann es schon nicht mehr mitnehmen. Und tja, sonst eigentlich nichts. Nur noch das rote Gras brauche ich jetzt. Dieser rote Grasblock. Habe ich bekommen, dass ein Enderman den aus Versehen mitgenommen hat. Guckt euch das an, das ist hier riesig und ich habe es nicht gefunden, ich voll Depp. Und es war genau neben unserem Haus. So, ein Portal, ja? Das stelle ich wieder ganz genau dahin. Wo es wunderschön und idyllisch ist. Und das ist hier. Bei diesen Ranken. Guck mal, da haben wir schon direkt. Nee, halt. Ich habe schon wieder viel gemacht. Dann machen wir halt vier. Kommt hier halt Crying Obsidian hin. So, das hier, das wird angezündet. Und dann war es das mit unserem Nether-Abenteuer. Das sieht doch fantastisch aus. Hier packen wir noch sowas hin. Ach, guck mal, das leuchtet sogar. Mehr habe ich schon gar nicht mehr. Bam. Der will nicht, dass ich gehe. Hä? Hä? Was ist denn... Was ist denn das für ein Enderman? Kommt er jetzt wieder? Wo komme ich jetzt raus? Moment, jetzt komme ich schon wieder ganz woanders raus. Tja, nee, ist klar. Wo bin ich denn jetzt? Ach Gott, wo bin ich? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo kommen die denn jetzt her? Andere auch tot? Da hinten läuft er. Koordinaten aufschreiben. Da ist noch einer. Koordinaten. Drittes Portal. Minus 3, 1, 4, 4. 69 minus 8470. Das ist viel weiter weg als unser zweites.
Und ich muss mich jetzt hier durchschlagen, oder was? Vielleicht finden wir ja auf dem Weg noch irgendwas. Frag mich nicht was, aber irgendwas noch bestimmt. Wie zum Beispiel irgendeine Pyramide oder sowas. Ich glaube, ich gehe in die komplett falsche Richtung. Warte, wo muss ich hin? Zu Hause. Minus 100. Ich muss... Ach Gott. Wir wohnen ja irgendwie ganz da hinten. Und was ist das für ein UFO da? Wir wohnen hier und dann noch... Minus 800. Irgendwo ganz da hinten wohnen wir. Oh oh. Was ist das denn überall für Sumpfwasser? Ach Gott, leck das hier. Ich glaube, hier haben wir irgendwie nichts mehr. Ach Gott, Savanne nebendran. Erinnert mich irgendwie ein bisschen erinnert mich ein bisschen an die PlayStation 4 Edition. Dass wir gerade so auf dem Weg zurück vom Ende sind. Na, ganz toll. Jetzt haben wir hier das große Meer. An der Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, wir porten uns dahin und zwar dahin. Der steht immer noch da unten. Und der Enderman hat mich doch verfolgt. Hallo. Freunde. Geh ich halt da unten pennen. Ich würde dann aber erstmal sagen, das war's von dem Minecraft Ultimate Nether Adventure. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Nether Update zu erkunden. Aber irgendwo ist dann jetzt auch mal Schluss. Ich habe zwar gesagt, wir bauen in jedem Biom ein Haus. Das machen wir vielleicht irgendwann mal. Ich nehme jetzt die nächsten Folgen noch irgendwann. Das ganze Zeug da aus der Kiste nehme ich noch mit hierher. Und ja, dann fangen wir sehr wahrscheinlich in den nächsten Folgen an, ein Piglin-Altar zu bauen. Seid gespannt. Das war's von dem Minecraft Ultimate Nether Adventure. Wir sehen uns ganz sicherlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein und ciao.